Ja, also ganz herzlichen Dank für diesen Begeisterungssturm, dass Sie mich jetzt hier sehen. Liebe Clarisse, Spitzenkandidatin zur Europawahl des Kreisverbandes Düsseldorf. Also mal hier ein bisschen Stimmung. Ja. Ja, junge Frau, tolle Frau, auch ohne Quote. Clarisse, super, dass du unsere Kandidatin bist. Liebe Freundinnen und Freunde, ja, Karneval ist vorbei fast. Ich durfte auf dem Toleranzwagen sein. Das ist ein Wagen, der zum ersten Mal fuhr mit der jüdischen Gemeinde und mit den Muslimen, Katholiken und Protestanten. Das war sehr schön, es war ein großes Erlebnis. Übrigens, Kinkel hätte seine Freude daran gehabt, weil Klaus Kinkel hat sich sehr viel mit der jüdischen Gemeinde beschäftigt. Ich habe ihn hier einige Male, bin eben mit ihm zur jüdischen Gemeinde und das muss ich sagen, das war auch eine große Freude. Ja, also es hat Freude gemacht, das wundert jetzt keinen, der gerne Karneval feiert. Und jetzt muss man hier stehen und Leute, die noch nicht betrunken sind, in Stimmung bringen. Also vielleicht trinken Sie jetzt mal, das ist einfacher. Ja, der erste Gag, mit dem ich immer gerne starte, ist von wegen Karneval. Erstens begrüße ich auch die Vorsitzende der liberalen Frauen, die gerade aus Köln angereist ist. Wo ist sie denn? Düsseldorf grüßt Köln. Ja. Und der passende Witz dazu, meine Liebe, sorry, aber der kommt gleich. So weit sind wir noch nicht. Jetzt lästern wir erstmal ein bisschen über Hamburg. Da haben nämlich einige Kita haben ihren Kindern verboten, als Indianer oder Scheich zu kommen. Man wolle nicht rassistisch sein und Vorurteile verhindern. Ich finde das schon bemerkenswert. Also ich war als Kind immer Seeräuber, einäugig. Und ich glaube, das wäre heute auch schwierig, einäugig zu kommen. Aber jetzt kommen wir auf die aktuelle Politik. Sie haben vielleicht die eine oder andere Sitzung erlebt. Und da war ja auch Bernd Stelter, den man ja immer wieder kennt, schon seit gefühlten 100 Jahren auf der Bühne. Und dann machte er den Witz über Doppelnamen. Und da kann ich natürlich nicht ruhig sein. Und dann sprang plötzlich eine Frau auf die Bühne, stellte sich vor ihn, vielleicht haben Sie es gesehen, hat ihm gesagt, hör mal, Jung, Frauennamen sind scheiße und Doppelnamen sind Doppelscheiße. Also er als Starter, also ich sag Ihnen jetzt mal, ich fühle mich persönlich betroffen. Nein, Doppelnamen sind nicht scheiße. Aber wenn man es ein Leben lang trägt, gewöhnt man sich auch daran. Es gibt übrigens das Fußballheft 11 Freunde. Kennt das jemand? Ja, kennt das jemand? Ja, geht doch. Gut. Also 11 Freunde, da gab es einen Contest, wer den längsten Doppelnamen hat. Ich bin sehr stolz, ich bin die Siegerin. Mit 30 Zeichen ohne Leerzeichen. Ja. Hören Sie mal, das hat eine mega Auflage. Man kann sich auch so bekannt machen. Und habe sogar Ruben Loftus-Cheek, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der spielt bei Chelsea, selbst den habe ich in den Schatten gestellt. Also finde ich gut. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dem eigentlichen Doppelnamen. Ich mache jetzt keinen Witz über den Namen von Kramp-Karrenbauer, der ist jetzt wirklich ausgelutscht. Übrigens finde ich es auch überhaupt nicht lustig, über die Frau Witze zu machen, weil Frau Kramp-Karrenbauer ja gerne Bundeskanzlerin werden würde. Und da bin ich, oh, ne, das ist aber jetzt, hören Sie mal. Vielen Dank, das ist ein Frankenheim-Alt, gut, okay. Ja, Schumacher wäre auch gut gewesen, aber lassen wir das. Ja, die war ja vor dem, Stockerer Narrengericht. Also ich habe lange in der Gegend gewohnt und ich will jetzt nichts über Stockach sagen, das gehört sich nicht. Das Narrengericht lasse ich jetzt auch mal. Aber sie ist ja dann so etwas entglitten und jetzt gibt es eine wahnsinnige Diskussion. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn man auf der Bühne steht und Witze macht über Gruppen, warum nimmt man da nicht zum Beispiel alle Mitglieder von Schalke, 150.000 und am letzten Sonntag von Fortuna richtig eine auf den Sack bekommen? Ja. Also das wäre eine Möglichkeit. Es gibt auch 20.000 Leute, die im Dackelverein sich organisieren. Es gibt 60.000 Taubenzüchter und 60.000 Briefmarkensammler, meine jungen Damen. Die gibt es immer noch, die Briefmarkensammler. Von wegen, Schatz, darf ich dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen? Gibt es immer noch? Da frage ich mich. Und wenn Frau Kramp-Karrenbauer richtig hätte austeilen wollen, dann hätte sie alle Mitglieder des ADAC angegriffen. 20 Millionen. Das hätte gesessen. Nein, sie hat es nicht gemacht. Sie hat sich an denen abgearbeitet, an den 80.000 Inter- und Transsexuellen. Und das ist nicht nur blöd, das ist unglaublich billig. Und das hätte sie sein lassen sollen. Und als mögliche Kanzlerin dieser Bundesrepublik ist es ein Unding. Und ich sage Ihnen jetzt, das ist der Anfang von ihrem Ende.
Denn man kann ja Witze machen und Karneval ist ja immer so ein bisschen schlüpfrig, ist ja in Ordnung. Bei Frau Kramp-Karrenbauer ist es deswegen so bitter, weil sie meint, was sie sagt. Sie hat über Homosexuelle gelästert, sie sagt, Homosexuelle sind kurz vor dem Inzest. Und jetzt hat sie mal richtig rausgelassen, was sie immer schon sagen wollte und hat dann auch noch Fehler gemacht, weil die dritte Toilette kommt in Berlin gar nicht, wie der Tagesspiegel berichtet, der kommt in Bayern. Da bin ich heute Abend, da kommt der Witz dann besonders gut an. Aber die Tatsache, dass sie sich an einer Minderheit abarbeitet, ist, und das sage ich auch, und ich bin wirklich um keinen Scherz verlegen, ein Unding. Und ich finde es peinlich, entsetzlich. Und habe jetzt für die Kölner den Vorschlag, ob Frau Kramp-Karrenbauer als nächste OB-Kandidatin antritt. Köln hat 1 Million Einwohner, das ganze Saarland 960.000. Also sie würde sich steigern dadurch. Okay. Aber man muss auch Jönne können. Also insofern fand ich das eine gute Idee. Ja gut, dann kam ja Herr Merz, der kam ja auch aus dem Feuer und wurde gefeiert. Herr Merz ist ja eine richtig coole Rampensau. Hat er gesagt, er sei als Junge unheimlich cool gewesen. Der Spiegel hat dann recherchiert, also man muss ja in der Politik immer aufpassen, wenn man an seiner Vita rumfummelt, kommt ja alles raus. Also er war keine coole Sau, wie seine Kollegen sagten. Und das Moped, mit dem er durch die Stadt fuhr, angeblich im Sauerland fuhr gar nicht, weil sein Vater es ihm verboten hat. Also der coole Typ ist gerne Häuptling, kann ich verstehen, aber es hilft ja immer, wenn man Häuptling sein will, auch mal mit den Indianern in den Krieg gezogen zu sein. Das macht er unheimlich ungern. Und als er jetzt nicht gewählt wurde, hat er sich wieder auch eingerollt, ist jetzt wieder bei der gehobenen Mittelschicht angekommen. Und die Indianer sind alle, vor allen Dingen unsere Kollegen in den neuen Bundesländern, hätten gern gehabt, dass er da mal mit in den Kampf zieht. Hat er nicht, er hat jetzt seinen Tomahawk und seinen Pfeil und Bogen wieder. Ja gut, also auf alle Fälle finde ich es schon beachtlich, wie einer kommt und geht. Ich meine, das kennen wir bei Herrn Schulz, der hatte auch 100%, dann war er weg vom Fenster. Deswegen bin ich so froh, dass ich immer auf Bundesebene so scheiß Ergebnisse einfahre. Das ist immer besser, weil 100% will wirklich keiner haben. Das Ende ist immer dramatisch. Also so ist besser. Ja, Herr Merz hat ja eine Attacke auf das Grundgesetz geführt. Sie wissen, er wollte den Paragraphen, der sich mit dem Asyl beschäftigt, kurz mal abschaffen. Also in der Union ist es wirklich, um mit der AfD, also armselig, fies und doof, sich in irgendeiner Weise zu beschäftigen, holen die ja sozusagen alles raus, was geht. Das ist schon bezeichnend. Und nicht zu vergessen, wir wenden uns jetzt mal an die Jugend unter uns, sind ja auch viele junge Leute da, oder die meinen, sie sind noch jung und heute vergessen haben, in den Spiegel zu gucken. Also die junge Union, das geht mir immer so. Ich habe immer so einen Lappen vorm Spiegel morgens. So ein Drama muss man sich nicht immer antun. Also die junge Union ist 1947 gegründet worden. Und ich sage Ihnen, die sehen auch alle so aus. Die sind alle Jahrgang 47. Und der mit Sicherheit Jahrgang 47 ist, ist Philipp Amthor. Das ist der im Bus immer vorne sitzt. Und Philipp Amthor gibt richtig Gas. Er hat dem Spiegel gesagt, er würde Machiavelli lesen. Großes Werk, der Fürst, Sie wissen, Machiavelli, der sich damit beschäftigt hat, wie Macht funktioniert und wie Politiker so richtig Gas geben. Also das hat er sich angeguckt. Kurz gesagt, liest er die Bücher, wo drin steht, wie ziehe ich den anderen über den Tisch. Also wir werden von ihm noch hören. Er ist auch ständig auf... Also Amthor ist gegen Gender Mainstreaming, das ist jetzt nicht wirklich erstaunlich. Er hat in der letzten Woche bei der Bundestagsdebatte, warum so wenig Frauen in der Diplomatie sind, gesagt, also er hätte da kein Problem mit, dass Frauen bei der CDU mitarbeiten. Fände er in Ordnung. Ich finde, das ist eine Aussage. Und er ist auch gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, finde ich auch in Ordnung. An seiner Stelle wäre ich da ein bisschen offener, man weiß ja nie, wofür es noch gut ist. Aber wir lassen das mal. Ja, und dann sind wir natürlich, wie gesagt, bei der AfD, bei der armselig, fiesen und doofen Partei. Und wir sitzen ja im Bundestag so ganz dicht daneben. Und da kriegt man auch immer Frau Weidel mit. Das ist die Frau aus der Schweiz, die von Kopftuchfrauen und Messermännern spricht, falls Sie es noch nicht erlebt haben. Ich nehme an, die Assoziation hat sie mit dem Schweizer Messer. Aha. Das nennen die Schweizer übrigens Hosensackmesser. Besser gesagt, wahrscheinlich, weil das jedem auf denselben geht. So ist Frau Weigel drauf. Und Herr Gauland, Sie wissen, der hat immer ein und dieselbe Krawatte. Es ist nicht die gleiche, es ist dieselbe. Er hat nur eine. Und auch er hat der Presse gesagt,
die hätte er sich mal in England gekauft in den 80er Jahren. Da waren viele von hier noch gar nicht geboren. Die hätte er genommen wegen der Farbe. Und da war ich ganz irritiert. Die Krawatte ist doch grün und nicht braun. Also er trägt in der Tat dieselbe Krawatte. Ja, apropos braun, es gibt auch einen Mitglied des Deutschen Bundestages, der Partei armselig, fies und doof. Der heißt Herr Braun, dafür kann er jetzt nichts. Herr Braun, Name ist Programm, hat mal zu mir gesagt, oh, Frau Strack-Zimmermann, Sie haben heute eine Lederjacke an, trage ich ab und zu, wissen Sie nicht, aber das ist meine coole Seite. Und dann hat er gesagt, oh, heute Lederjacke an, und dann habe ich ihm gesagt, und da fragte er mich, ob ich auch die Peitsche dabei hätte. Und ich habe ihm dann gesagt, ob er irgendwie Notstand zu Hause hätte. Also ich gäbe ihm auch gern die Peitsche. Also so viel zu dieser Partei. Jetzt darf die Sozialdemokratie natürlich nicht fehlen. Finanzminister Scholz glaubt auch Kanzler zu werden, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist schon in Ordnung. Der hat jetzt für uns Kommunalpolitiker was sich ganz Besonderes ausgedacht. Sie wissen, wir arbeiten gerade an einer neuen Grundsteuer. Also wir arbeiten nicht, wir müssen das machen. Und dann hat die SPD jetzt vorgeschlagen, nur noch der Vermieter zahlt die komplette Grundsteuer. Kann man ja bisher auch umlegen auf die Miete. Und da haben wir gedacht, dessen Aussage endet wirklich am Gartenzaun. Denn es soll ja auch Leute geben, die auf dem Land Häuser haben und die als Altersvorsorge haben und vermieten. Und was passiert, wird natürlich auf die Miete umgelegt. Aber das kommt davon, wenn man den Intellekt eines Gartenzwerges hat, dann ist ja alles jenseits des Zaunes eben doch relativ schwierig. Ja, und dann streitet er sich immer mit Heiko Maas, Außenminister. Der ist ja mit Nathalie Wörner liiert. Ich meine, wir werden jetzt nicht persönlich, aber er hat Nathalie Wörner kennengelernt nach 2012. Die hat in einem Fernsehstück das Kindermädchen gespielt. Und ich fand das ganz interessant, weil wenn man Heiko Maas sieht in seinem Kommunionanzug, hat man Assoziation. Also der und Herr Scholz streiten sich immer auch übrigens über die Bundeswehr. Der eine will bezahlen, der andere nicht. Und damit bin ich natürlich bei meinem wunderbaren Thema. Denn Frau Nahles, Andrea Nahles, Fraktionsvorsitzende, das Ende ist Nahles gewissermaßen, die streiten sich jetzt, wie viel Geld es für die Bundeswehr gibt. Und ja, das ist bemerkenswert, weil Frau Nahles immer von Aufrüsten spricht. Also, liebe Freunde und Freundinnen, von Aufrüsten kann keine Rede sein. Wir freuen uns erstmal, wenn die Bundeswehr richtig ausgerüstet ist. Also von Aufrüsten kann keine Rede. So, und nun... die Älteren unter uns, ja? So, wer ist denn Vorjahrgang, wer ist denn nach 1980 geboren? Ja, einige. Okay, also das ist die Währung, die es vor dem Euro gab. Und auf dem Rückseite war die? Geht doch. Die zweite Gorchfock, wohlgemerkt, für die, die so ein bisschen historisch unsicher sind. Ja, die habe ich ersteigert für 18 Euro, diesen Geldschein. Gibt es also noch. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich eines der limitierten Exemplare bekommen habe. Schön ist, die Gorch Fock ist ja Jahrgang 58. Ein guter Jahrgang. Im Gegensatz zu Gorch Fock lag ich aber die letzten 3 Jahre nicht in der Werft. Und insofern, die Gorch Fock ist so ein bisschen die Elbphilharmonie der Bundeswehr. Oder der Flughafen Berlin-Brandenburg der Bundeswehr. Eine wirkliche anstrengende Geschichte. Die Stadt Kiel ist so stolz auf die Gorch Fock, die haben einen 0-Euro-Schein gedruckt. Schön, oder? Ja, kann man auch kaufen in Kiel mit der Gorch Fock drauf. Das Tolle ist, eigentlich müsste da drauf stehen 135 Millionen. Aber dazu war der Schein zu klein. Das wird sie uns kosten, aber wir mögen die Gorch Fock und wir werden natürlich auch alles daran setzen, sie in irgendeiner Weise wieder fahrtüchtig zu bekommen, weil die erste Gorch Fock ist ja von den Deutschen versenkt worden, um sie vor den Russen, vor dem Übergriff zu wahren. Wäre schade, wenn sie jetzt von den Deutschen das zweite Mal versenkt wird, wo die Russen ja noch gar nicht hier sind. Dann haben wir das Problem mit der Flugbereitschaft, das wissen Sie auch. Flugbereitschaft, alle Politiker stranden irgendwo, gerade Maas, Herr Müller, auch die Kanzlerin. Das war ganz schwer, das war hart. Sie war ja auf dem Weg nach Südamerika zum Gipfel und musste umdrehen, weil die Maschine nicht in Ordnung war. Das ist jetzt wirklich nicht komisch. Ein bisschen komisch ist, ich glaube, sie wäre gerne in London gelandet. Dass sie zurückfliegen musste mit dem vollgetankten Flugzeug und in Köln-Bonn landen musste. Ich meine, Leute, wer will da schon landen? Also, das ist so, mehr Witze über Köln kommen nicht. Haben wir jetzt abgearbeitet.
Aber das muss natürlich sein. Wobei, wenn ich Köln höre, denke ich immer an Neukölln. Die Bewaffnung der Schulen an Neukölln ist definitiv besser als bei der Bundeswehr. Die sind richtig gut ausgerüstet. Und wir, die wir uns damit beschäftigen, mit selbstverständlich Frau von der Leyen und wir alle, haben ja jetzt ein Problem mit den Beratern. Also Sie wissen ja, jeder berät jeden. Ich weiß jetzt nicht, ob hier viele Consultants sind. Mögen es mir verzeihen. Also jeder berät jeden. Und das Irre ist, jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss, das haben wir ausgelöst. Und jetzt hat die Bundesregierung sich Berater genommen, um sich beraten zu lassen, wie sie im Untersuchungsausschuss auftritt. Ich finde das super, weil die Protagonistin, die ehemalige Staatssekretärin, die wir natürlich auch einladen, Frau Suder, die haben wir schon mal so eingeladen, wollte sie nicht. Da hat ihr ein Berater nämlich gesagt, lieber nicht hingehen, jetzt muss sie kommen. Was sagt uns das? Auch ein Beraterin kann echt scheiße beraten sein. Jetzt muss sie kommen und wir freuen uns schon auf nette Unterhaltung. Ja, und die Bundeswehr ist wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, ist es schon eine Herausforderung. Aber das Schönste daran ist, dass jetzt einige ehemalige Verteidigungsminister, Franz Josef Jung, also nicht Franz Josef Strauß, damit jetzt hier keine Verwechslung, der war ja auch mal Verteidigungsminister, Herr Jung und Herr Rühe jetzt dem Karl Theodor zu Gutenberg eins mitgeben. Jetzt streiten die sich alle, sitzen im Sandkasten und werfen mit Sand, wer denn der schlechteste Verteidigungsminister war. Aber Frau von der Leyen, immer gut frisiert, ist ja so ein blöder Witz, aber erlauben Sie mir, ist ja noch ein bisschen Karneval, ich muss immer an Drei-Wetter-Taff denken. Sie kennen das, ja, es ist ein super blöder Witz, räume ich ein, aber es ist einfach zu schön, den Karlauer zu bringen. Berlin, Windstärke 5, das Haar sitzt. Paris, Regen, das Haar hält. Mali, Sonne, Sand, das Haar ist geschützt. Geht doch. Ja, also, ja, da lachen immer die am lautesten, die das noch kennen, das Drei-Wetter-Taft. Das ist einfach eine coole Werbung, die wurde ja im Laufe der Jahre angepasst. Also, das ist bemerkenswert, die Städte wurden ausgetauscht. Ja, also, die streiten sich jetzt über die Wehrpflicht und ob die gut war oder nicht. Wir haben ja in Deutschland die Art, große Dinge immer am Wochenende zu erledigen. Also die Wehrpflicht wurde mal kurz, Energieausstieg haben wir am Wochenende gemacht, Ehe für alle war am Wochenende. Ich weiß, warum das so ist. Weil in Berlin am Freitag um 14 Uhr alle Ministerialbeamten sind weg. Totale Ruhe. Und die kommen Montagmorgens um 8 wieder. Und in der Zeit kann man super Politik machen. Ich kenne das übrigens auch von mir in Düsseldorf. Wir haben mal vor 25 Jahren einen Baum gefällt, ist verjährt, der durfte nicht gefällt werden. Haben wir Freitag um 16 Uhr angefangen. Weil wir wussten, wenn die Nachbarn sich jetzt beschweren beim Gartenamt, ist keiner mehr da und bis Montag ist es vergessen. So war es. Also man muss einfach Politik richtig machen. Ja, unsere Grünen, die müssen natürlich jetzt auch ein bisschen dran glauben. Dieselfahrverbot. Ich stelle mir jetzt mal gerade vor, Wladimir kommt mit seinen Panzern zu uns gefahren. Und dann stehen die Grünen und sagen, stopp, habt ihr eine Umweltplakette? Ja, wir haben ja, die lassen wir einfach nicht mehr in die Stadt. Brauchen wir uns gar nicht zu wehren, brauchen wir auch keine Bewaffnung. Wir machen das einfach mit Umweltplakette und dann ist gut. Ich finde das hervorragend. Ich glaube, dass auch Herr Habeck das ganz toll fände. Der hat sich ja von allen sozialen Netzwerken, ist jetzt rausgegangen. Er war so ein bisschen erschreckt, weil er plötzlich anfing, so komische Sachen zu sagen. Und da haben die Leute darauf reagiert. Jetzt ist er also nicht mehr da. Das finde ich schade. Bin ihm immer gerne gefolgt. Denn der Mann hat ja Bücher geschrieben. Sage ich Ihnen mal ein paar Titel. Bücher, Achtung, Wer wir sein könnten, großer Roman, sein zweiter Roman, Wer wagt, beginnt, nicht gewinnt, ja, nicht bei den Grünen, da gewinnt man nicht, das ist unmoralisch, beginnt. Dann hat er, das finde ich super, Ruf der Wölfe, wie Sie kennen ja die Wolfsproblematik, das sind ja unheimlich niedliche Tiere. Die Kollegen in Niedersachsen freuen sich immer, die kommen immer so an den Kindergarten ran und oh, ist das niedlich, ist unheimlich schön. Ja, also Ruf der Wölfe, die darf man ja nicht anfassen, die Wölfe, so viel zu Tierschutz und Kinderschutz, aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Und dann hat er einen Roman geschrieben, Verwirrte Väter oder Wann ist der Mann ein Mann? Ja, meine Herren, denken Sie mal darüber nach. Aber das Beste, das absolut Beste ist der Titel Der Schrei der Hyänen. Ich nehme an, den hat er nachts geschrieben, als er an Claudia Roth und Annalena Baerbock dachte. Ja, und mit solchen Romanen kommt man ins literarische Quartett. Ja,
Da können wir lange reden. Wir kommen nie ins literarische Quartett. Man könnte mal was über Mickey Mouse sagen oder so. Also, wie dem auch sei, Habeck wird vergöttert. Das sei ihm auch herzlich gegönnt. Und der einzige Unterschied zwischen ihm und Gott ist, Gott weiß alles und Herr Habeck alles besser. Also, ich finde das in Ordnung. Und apropos grüne Frauen. Am 9. März, jetzt am Samstag, wird die Barbie-Puppe 60 Jahre alt. Können Sie sich das vorstellen? 60 Jahre Barbie-Puppe, ja. Damit trennt die Barbie-Puppe und mich nur ein Jahr. Ich finde, das sieht man der Barbie gar nicht an. Also, finde ich echt cool. Und ja, und kommen wir zum Schluss. Wir haben ja hier ein Zeitfenster, hier geht alles zack, zack, zack. Wir sind ja nicht bei den Grünen. Die Linke, die bleiben sich ja treu. Das ist bemerkenswert. Ich finde das immer so schön, wenn man da so rüber guckt, da sind so Leute, die haben Gesichter, die waren schon im Sturm und Kampf 1968 und weitere, sind alles meine Lehrer und Professoren gewesen und die begegnen mir immer noch, das ist ja traumatisch. Ja, also die sind jetzt da und die haben jetzt Herrn Honecker nicht mehr, den gibt es ja schon länger nicht mehr, dafür halten sie jetzt Herrn Manduro die Stange. Haben sie vielleicht mitbekommen, haben gesagt, also man muss das jetzt sich mal ein bisschen locker machen und ihm die Stange. Und wenn man jetzt so Gregor Gysi sieht, der ja eigentlich auch noch im Bundestag ist, man sieht ihn da nicht so häufig, aber ist ja auch nicht so wichtig, sein Mandat wahrzunehmen, wird alles völlig überschätzt, wie eine kurze Stange zum Scheitern verurteilt ist. So geht das. Plötzlich ist man weg vom Fenster. Und dann natürlich Sarah Wagenknecht. Also die erwähne ich gerne, weil die hat ja ihren Wahlkreis im Süden von Düsseldorf. Ich bin mir nicht sicher, ob sie weiß, wo Düsseldorf ist, weil sie nur einmal in 4 Jahren hierher kommt. Und dann schimpft sie immer über die Kö und seien alle so teuer angezogen. Also ich bin da ein bisschen überrascht, weil Frau Wagenknecht ja nicht aussieht, als ob sie sich in Sack und Asche kleiden würde. Aber sie hat jetzt vor dem Ministerium demonstriert, vom Kanzleramt besser gesagt, hat eine gelbe Weste angehabt. Ich glaube, Karl Lagerfeld hätte Fantasie gehabt, Chanel, gelbe Weste, vielleicht kommt das nochmal. Aber den coolsten Spruch, den Karl Lagerfeld ja immer gebracht hat, und da muss ich sagen, das erspart uns ja Frau Wagenknecht, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Insofern, das kann man Frau Wagenknecht wirklich nicht vorwerfen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, abschließend noch 100 Jahre Frauenwahlrecht, streng genommen 101 bald, noch 100 Jahre. Wir haben am 8. März hier unsere liberalen Frauen, 8. März, in 2 Tagen. Das, was ich ein bisschen unangenehm finde bei diesen Tagen, am 8. März wird auch der Tag gefeiert, der Erdnusscluster, der Tag der ausgefallenen Namen und der Tag des Korrekturlesens. Könnte man Herrn Habeck vielleicht mal anbieten. Aber das Beste ist, es wird auch der Zieh dich raus Tag. Ich habe, als ich das las, habe ich ja Zieh dich aus Tag. Es geht ja gar nicht und das am 8. März. Nein, es ist der Zieh dich raus Tag, was immer damit gemeint ist. Meine Damen und Herren, ziehen Sie sich raus. Karneval ist vorbei. Jetzt wird es wieder ernst. Wer kommt jetzt dran? Kommen Sie zu mir, junger Mann. So. Moritz Körner, Jahrgang 90. Also. Noch einen Blick drauf werfen, ja? Das ist ein 10-Mark-Schein und das ist die Gorch-Fock. Ist es schön? Wunderbar. Ja. Also der, wie gesagt, ist älter als er, 10 Jahre, aber er ist teurer. Ich habe dafür 18 Euro gezahlt. Wer Moritz wählen will, der muss richtig Gas geben. Ich freue mich. Spitzenkandidaten in Europa, NRW und wenn Sie ihn wählen, wird er uns im Europaparlament. Und jetzt sage ich, komm mal her, Clarisse. Ja, komm mal her. Das ist die Zukunft Europas. Ja. Junge Leute, so, junge Leute, ich pflege das immer zu sagen, holt euch euer Europa zurück und gebt Gas und die Alten sind an eurer Seite. Ich freue mich, dass ihr das macht.